Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Falls ihr was im Hintergrund rauschen hört, das ist der PC hier neben mir. Ich bin gerade im Hintergrund was im Rendern, deswegen kann es auch sein, dass es ein bisschen leckt. Ja, sollte es aber eigentlich nicht. Und falls ich mich komisch anhöre, ich bin erkältet, mal wieder. Keine Ahnung, wie ich das schaffe, aber ich schaff's. Ja. Deswegen bin ich auch ein bisschen aus der Puste, also nicht wundern. In der letzten Folge haben wir mit, wie heißt sie nochmal? Linda, genau, Linda, das alte Tagebuch von Catherine entdeckt. Leider ist es unbrauchbar und Linda hat sich mit dem Tagebuch erstmal verzogen, weil sie, ja, probieren will, noch irgendwas daraus zu retten. Und wir haben, ja, direkt die nächste Quest bekommen mit Maya, die da heißt Soul Rider Anfeuertrupp. Genau. Mit Maya machen wir jetzt kurz weiter. Ich weiß ja in etwa, was da noch kommen wird. Deswegen machen wir jetzt mit Maya ein bisschen weiter, bevor wir aber dann mit Linda tatsächlich an die Tagebuchsachen gehen, möchte ich erst ein bisschen im hier in den Hollywoods weitermachen. Oh, guck mal hier, einen Plan, um die Vergangenheit in Ordnung zu bringen. Ah, das ist von Linda. Cool. Ja, möchte ich dann erstmal in Hollywoods weitermachen. Ein bisschen zumindest. So ist zumindest der Plan. Aber wir machen jetzt erstmal mit Maya weiter. Hallo, meine liebe Maya. Schön, dass ich dich treffe, Tilda. Du und Apple Pie könntet mich nicht vielleicht ein Stückchen mitnehmen, oder? Klar, wohin denn? Alex hat mir eine Nachricht geschrieben. Sie und Anne trainieren im Apfelgarten am Feuerweg. Herr Morland sagt, ich kann mir die Zeit dafür freinehmen, aber es ist kein Pferd für mich da. Darf ich vielleicht bei dir mitreiten? Ja, na klar. Klar. Danke, Tilda. Ehrlich gesagt habe ich schon eine Weile gehofft, Apple Pie mal reiten zu können. Jeha! Der Soul Rider Anfeuertrupp ist auf dem Weg. Ja, finde ich auch. Ich will aber kurz eine Sache ändern. Hier die Tageszeit. Dieses Rot ja. Dieses Abendrot, das tut meinen Augen nicht so gut. Wo müssen wir denn hin? Hinten an die Starshine Ranch. Okay. Ja. Es tut mir leid, wenn ich in den nächsten Folgen ein bisschen matschig bin. Ich habe ein bisschen Stress gerade beim Aufnehmen tatsächlich. Ich konnte letzte Woche leider nicht richtig aufnehmen. Von mir aus gesehen letzte Woche. Weil es mir einfach nicht gut ging. Ja, in die Gewissen habe ich Arthrose etc. Und es kam jetzt raus, dass die noch mal ein bisschen schlimmer geworden ist. Und ja, dass sie quasi ein bisschen weiter gewandert ist. Ich habe nicht nur Arthrose im Becken, nein, ich habe Arthrose jetzt auch noch in der Wirbelsäule. Und das tut ganz schön weh bei dem kalten Wetter. Deswegen sitzen und sowas war halt nicht wirklich drin. Ja. Zumindest aufnehmen und sitzen. Deswegen, ja, hat das Ganze nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber ich habe jetzt, glaube ich, hoffentlich eine Methode gefunden, wie das Ganze wieder ein bisschen entspannter wird. Ich habe mir ein Wärmekissen an den Stuhl geklebt. Das klingt so dumm, aber es ist so. Der halt die ganze Zeit meinen Rücken wärmt. Weil mir tatsächlich die Arthrose im Rücken gerade mehr Probleme macht als die Arthrose im Becken. Ja. Deswegen. Ich war nämlich letzte Woche beim Arzt und da kamen halt nicht so erfreuliche Nachrichten raus. Einmal das mit der Arthrose und dass ich nächsten Monat erstmal ins MRT muss, damit mein Schädel mal durchleuchtet wird. Aufgrund meiner Kopfschmerzen, Schwindelanfälle etc. Bin ich ja mal gespannt, ob und was da rauskommt. Gut, dann sind wir jetzt hier. Linda ist auch hier. Hallo! Maya, du hast es hergeschafft. Ja, dank Tilda und Apple Pie. Wir kommen hoffentlich nicht zu spät, um euch beim Training zuzusehen. Nein, ihr kommt genau richtig. Voll cool. Okay. Hallo Tilda, danke, dass ihr Maya mitgenommen habt. Wir fangen gerade mit dem Training an. Linda hatte da so eine Idee, wie man verschiedene Dinge zusammenbringen kann. Ich hoffe, es hat nicht wieder mit Cosplay zu tun.
Ich glaube, Linda wollte gerade erklären, wie es laufen soll. Hört gerne zu. Okay, noch einmal ganz von vorne. In diesem Szenario sind die Bäume Runensteine, die die Realität zusammenhalten. Die Äpfel sind Bomben, die Dacorda platziert hat. Alex, du musst deine Kraft einsetzen und die Bomben runterblitzen. Und Anne, du musst die heruntergefallenen Bomben aufsammeln und zur Bombenentsorgungseinheit bringen. Das wäre dann ich. Du bist so einer Aufgabe mehr als gewachsen, Meteor. Oh ja, das bin ich. Ich soll Äpfel aufsammeln? Das ist doch Zeitverschwendung. Lol, das ist einfach ein X neben ihr. Ich weiß, dass das hier nicht leicht für dich ist, Anne. Deine Begabung war noch größer als unsere und sein Soulfeld zu verlieren, das ist mehr als furchtbar. Aber du bist immer noch die Meisterin des Sonnenkreises. Wir sind immer noch ein Team. Ja, ist ja gut. Alles ist gut. Okay. Warum machen wir es nicht spannender? Tilda, wir könnten doch um die Wette die Bomben aufsammeln. Möchtest du dir wirklich einen Wettkampf antun, Anne? Also grundsätzlich wäre ich eigentlich eher für das Untere, aber ich glaube, Anne ist so eine, die braucht das halt jetzt. Ich bin zwar eigentlich auch dafür, dass sie sich ein bisschen ausruht, etc. Aber ich glaube, Anne ist eine, die kann nicht so lang stillsitzen. Und sie braucht das einfach. Und dieser kleine Wettbewerb ist dann nochmal ein Ansporn. Für uns ist das nur freundschaftlich. Wie Anne das hält, ist das halt ihre Sache. Spaß. Ja, genau. Spaß. Okay, ich muss mich nur noch kurz in meine Rolle hineinfühlen. Soulrider, das Team des Beobachtungsmeisters hat eine nahende Bedrohung ausfindig gemacht. Darkor hat Bomben auf den Runenstein platziert. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Gott sei Dank. Wenn wir sie nicht alle rechtzeitig entfernen, wird das Realitätsgefüge in Stücke gerissen. Die pandorische Energie würde ganz Firko verschlingen. Wir dürfen nicht versagen. Dies ist keine Übung. Doch, es ist eine Übung. Ich bin echt verwirrt. Alex zählt mit. Anne und Tilda sammeln die Bomben auf und bringen sie hierher, wo sie sofort entschärft werden. Okay, alles klar. Wir können loslegen. Okay. Hallo? Ah. Wie schön, dass du bei unserem Training dabei sein kannst, Tilda. Soulrider und Soulpferde, reitet los! Und sammeln mit einem die Wettebomben ein, um eine Apfelapokalypse zu verhindern. Ja. Los, Alex! Blitz hier runter. Los geht's. Müssen wir einfach nur durchreiten? Ja, einfach nur durchreiten. Okay, nicht gegen den Baum reiten, durchreiten. Aber gut. Bombenapfel gesammelt. Los! Alle Bomben wurden erfolgreich entschärft. Exzellente Reitleistung von Tilda und Apple Pie. Ihr wart auch super, Anne und. Hallo? Tut mir leid, wie heißt das heutige Pferd? Ich komme da nicht mehr mit. Blondie, wie in den alten Western. Und wir waren furchtbar. Komm schon, Sonnenschein, mach dich nicht schlecht. Seelenreiten ist ein Teamsport. Wenn eine von uns gewinnt, gewinnen wir alle. Lass uns einfach diesen Sieg genießen, ja? Süße Siegelsäpfel. Meteor, achte auf deine Linie, bitte. Glückwunsch, du warst die bessere Reiterin. Mädel, du kommst gerade aus Pandoria. Du kannst froh sein, dass du überhaupt noch laufen kannst. Warte mal bitte, können wir kurz reden? Okay. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Die Soulrider hatten immer eine klare Mission. Wir haben unseren Job gemacht und die Lage gerettet. Aber jetzt? Wir hängen ab, wir trainieren und wir warten. Worauf warten wir denn eigentlich? Es kommt mir so sinnlos vor, ständig darauf zu warten, dass etwas in Flammen aufgeht und dann hinzurausen, um das Feuer zu löschen. Als hätte unsere immer gleiche Pflicht als Soulrider niemals ein Ende. Naja, spätestens wenn die nächste Generation Soulrider da ist, hat das ein Ende für euch. Naja, wir sorgen halt dafür, dass Jorvik sicher ist. Ja, schon, aber wie lange noch? Es ist doch immer nur eine Frage der Zeit, bis die Nachtreiter gestärkt zurückkommen. Das geht doch endlos so weiter.
Sieh sie dir an. Sie ahnt nicht, was sie erwartet. Ich bin froh, dass sie ein fröhliches Fohlen sein kann, bevor sie zum Wächterpferd wird. Meine Mutter war Soulriderin und sie ist weggegangen. Elisabeth ist in dieser Welt geblieben und sie hat den höchsten Preis bezahlt. Bin ich ein Feigling, wenn ich gehe? Warte, deine Mutter war auch Soulriderin? Ernsthaft? Lol. Das habe ich ja völlig vergessen. Lol. Bin ich ein Feigling, wenn ich gehe? Auf keinen Fall, wir haben eine Pflicht zu erfüllen. Auf der einen Seite kann ich sie verstehen. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass wir hier alle Teenager sind. Und Teenager-typisch von wegen, ja, ich will das große Ganze, ich will die Welt verändern, ich will was tun, ich will was machen und ja, als Teenager hat man halt noch nicht so die Reife, die halt dann mit dem Erwachsenwerden kommt, dass man halt einfach auch mal in den sauren Apfel beißen muss, um ja, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Deswegen, wir haben eine Pflicht zu erfüllen. Eine Pflicht, das sagen die anderen auch. Aber sind wir denn wie die Freiwillige Feuerwehr? Immer Gewehr bei Fuß für die nächste Krise? Ich weiß nicht mal, ob ich noch hier bleiben will. Wie konnten Fripp und Aydin uns nur in eine so unmögliche Situation bringen? Ich möchte einfach meinen besten Freund zurück. Für Anne ist das alles nicht so einfach. Ich meine, im Spiel sind zwar nur 2 Monate vergangen, aber in diesen 2 Monaten hat sich für Anne einfach alles geändert. Sie kommt zurück, ihr Wächterpferd ist tot, sie muss sich mit einem neuen anfreunden. Pandoria hat ihr wahrscheinlich auch ganz gut zugesetzt. Elisabeth ist tot, Fripp liegt im Koma, wir sind auch noch da. Alles hat sich einfach verändert und das, was ihr immer Sicherheit gegeben hat, nämlich Concord, ihr Wächterpferd, ist einfach nicht mehr da. Ja, Fohlen Concord ist noch da, weiß ich, aber die beiden haben sich ja noch nicht so richtig verbündet. So, und dann auch noch die Person, die immer für die da war, die immer mit Ramtha zur Seite gestanden hat, ist einfach auch weg. Ich meine, Fripp war vorher schon nicht jemand, der ja, viel erzählt hat, sage ich jetzt einfach mal. Aber jetzt passiert halt gar nichts mehr, weil er im Koma liegt. Danke für das Gespräch. Wir sollten uns wieder den anderen anschließen. Ich möchte uns nicht den ganzen Tag versauen. Vom Blitz geröstete Äpfel sind echt lecker. Echt? Ich finde die eklig. Also ich finde warme Äpfel finde ich total eklig. Ja, gibst du mir das Rezept, Alex? Nee, ist ein altes Familiengeheimnis. Eine Cloudmill plaudert nichts aus. Hast du nicht einfach die Äpfel mit der Macht des Blitzkreises vom Baum gebrutzelt? Das ist ja nicht wirklich ein Psst. Red nicht davon, Sonnenschein. Man weiß nie, wer gerade zuhört. Hallo? Es geht um Fripp. Ihm geht es schlechter. Ihr müsst einfach kommen. Jetzt sofort. Irgendwas stimmt nicht mit Fripp. Wir müssen zurück nach Waledale. Reiten wir sofort los. Okay. Machen wir. Ja. Wenn man gerade vom Teufel spricht. Ich wollte gerade fragen, wo ist ein Maya? Lassen wir die da jetzt einfach stehen? Aber offenbar nicht. Maya darf mit. Mein Maya weiß sowieso schon über alles Bescheid. Ja, ja. Bin ich schon mal gespannt, was mit Fripp los ist. Ich könnte jetzt eigentlich voll fies sein und sagen, okay, wir machen hier dann einen Cut, weil die 15 Minuten sind ja jetzt schon erreicht. Aber heute bin ich mal nett. Wir werden zumindest noch erfahren, was mit Fripp ist. Oder? Nein. Ja, kommt ihr jetzt mal? Folgt Concord eigentlich mir?
Concorde folgt mir, wie süß. Hallihallo. Wunderschönes Raildale. Oh. Ich glaube, das war die falsche Taste. Da. Ja, mit meinem Licht ist halt nicht so gerade, gell. Auf Tilda habe ich den jetzt, auf Mackenzie habe ich den jetzt tatsächlich fertig, den Mutterstein. Da habe ich jetzt alles, ja, ausgewählt und gesammelt quasi. Oh, da ist eine Tasche, die muss ich gleich holen. Nur, da habe ich die Quests noch nicht gemacht, die jetzt noch übergeblieben sind. Weil ich die erst auf Tilda machen wollte. Bevor ich die mit Mackenzie selbst mache. So. Vielleicht sind wir da. Oh, ich mag die Musik in Hollywoods immer noch total gerne. So richtig schön mystisch. Kommt. Gleich sind wir da. Ach ja, wir müssen hier hoch. Ich wollte gerade bei Elisabeth ins Haus reingehen. Aber nee, wir müssen ja in den geheimen Steinkreis rein. Fluppen die anderen gleich einfach vor mir weg. Und dann bleiben wir hier irgendwo stehen. Okay. Blondie kann nicht in den geheimen Steinkreis. Ich muss also zu Fuß die Spirale lang. Das Gefühl ist nicht ganz so magisch, um es mal leicht zu untertreiben. Mach dir keine Sorgen, Anne. Ich leiste Blondie Gesellschaft, wenn du weg bist. Im Kreis zu laufen, um einen geheimen Druidenkreis zu erreichen. Ich hinterfrage schon lange nicht mehr, was Alex so treibt. Du warst da selber schon mal drin. Du hast dich nämlich da reingeschlichen. Ich liebe das immer noch, gell? Jedes Mal, wenn ich hier langrate, kriege ich eine Gänsehaut einfach. Zeit und Raum verschmelzen. Alles ist still und immer in Bewegung. Ich trinke kurz einen Schluck. Dann gehen wir mal gucken, wie es Fripp geht, ha? Das ist schon der neue Fripp. Oh mein Gott, wie cool. Ist das jetzt schon die neue Quest? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, nach Ens Rettung war Schluss damals, oder? Stimmt. Nach Ens Rettung war damals Schluss, weil man dann ja mit Linda die Tagebuchfragmente sammeln konnte. Stimmt! Oh. Wie es aussieht, haben wir es alle hergeschafft. Ich bin doch fies. Ich bin doch fies. Wir werden hier jetzt in dieser Folge nicht weitermachen, weil das... wird, glaube ich, ein bisschen zu lang. Wir machen aber in der nächsten Folge dann hier direkt weiter. Okay, gut. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!